Ich habe mit 16 Jahren die Schule abgebrochen, um mit Business durchzustarten. Hier ist der Monitor auspacken und den Halter dafür, genauso auch wieder MacBook Stand. Gleich bekommt ihr auf jeden Fall ein Update. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es funktioniert. Zweite Meeting ist auch sehr gut gelaufen. 2000 Euro Retainer, also monatlich sehr nice auf jeden Fall. Heute ist auch wieder der Praktikant da, den ich jetzt erstmal begrüßen werde. Der Praktikant ist es auch am Start. Habe ich natürlich erstmal mit dem iPad durchgehasselt und dann geht es erstmal auf eine Wanderung in Times Square. Sales Call zurück, weitere 2K monatlich safe, auf jeden Fall für Social Media Management. Könnt eben bald auch noch bei dem Management-Gebäude, aber jetzt auf jeden Fall geht erstmal Mittagessen. Ein Jahr ist es her, dass ich die Schule abgebrochen habe und im letzten Jahr sind viele positiven Sachen, aber ebenso auch viele negativen Sachen passiert und in diesem Video erzähle ich euch so die Top 7 Erfolge aus dem letzten Jahr. Bevor wir aber mit dem ersten Punkt reinstarten, ich bin gerade auf dem Weg zum nächsten Meeting. Ich treffe mich mit jemand, der auch ein Unternehmer ist, auch erst 17 Jahre alt ist, der hier aus der Umgebung kommt und zu diesem Meeting laufe ich gerade hin und der dachte mir, deswegen mache ich mal kurz hier dieses Video über meine Top 7 Erfolge, dass mal wieder ein Upload kommt, denn ich versuche jetzt ab sofort jede Woche ein Video hochzuladen. Die letzten 2 Wochen kam es keins, weil ich krank war, aber jetzt wird auf jeden Fall ein Video gedreht. Es regnet doch gerade ein bisschen, aber der spielt jetzt kein Thema und damit starten wir auch direkt mit der ersten Sache rein. Nämlich war mein erster Erfolg, dass ich mit mehr als 30 Kunden zusammengearbeitet habe, aus den verschiedensten Branchen, ob es jetzt ein Twitch-Spot war oder ein Mikrowellendöner. Ich habe aus so vielen Branchen Erfahrung gesammelt und weiß es sogar auch, welche Branche mir so am besten liegt. Und das ist auf jeden Fall E-Commerce, genauso wie so örtliche Restaurants oder auch kleinere Fastfood-Ketten. Ebenso habe ich auch gelernt, wie man die einzelnen Branchen am besten vermarktet und dadurch Millionen von Views die letzten Monate für meine Kunden generiert. Und ja, die Views sind nicht das Wichtigste, denn im Endeffekt muss ja auch der Umsatz dabei rauskommen und das ist auf jeden Fall passiert. Zum zweiten Punkt habe ich mein Team von insgesamt 9 Personen aufgebaut. Davon sind hauptsächlich Schauspieler am Start. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich bin echt stolz darauf, weil es sind wirklich korrekte Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, auf die man sich verlassen kann. Es war noch mehr dieses Jahr im Team, aber ich habe den Fehler gemacht, dass ich Anfang des Jahres viel zu viele Leute eingestellt habe und dadurch dann unnötig hohe Kosten hatte. Mehr dazu seht ihr in dem letzten Recap-Video von mir. Ein weiterer wichtiger Punkt ist so, dass ich meinen eigenen Schulunterricht eingeführt habe. Jetzt aber kein typischer Schulunterricht, wo man jetzt zum Beispiel irgendwelche Mitternachtsformen lernt oder irgendwelche biologischen Aufbaue von Lebewesen und am Ende dann mit einem Test überprüft wird, sondern eher so, dass ich so feste Routinen in meinen Tag integriert habe, wie am Abend zum Beispiel 30 bis 60 Minuten lang lesen, was ich jetzt die letzten 2 Monate wirklich aktiv eingehalten habe. Ich habe, glaube ich, über 12 Bücher gelesen und da auch mich extrem weitergebildet. Und die Sache ist, die hatte ich vor Anfang des Jahres, dass ich unzählige Bücher gelesen habe. Wohlgemerkt, das erste Mal in meinem Leben. Ich habe in der Schulzeit wirklich kein einziges Buch fertig gelesen. Aber das erste Mal, dass ich ein Buch fertig gelesen habe und das mehrmals hintereinander. Das Problem war aber, nach einem Monat wusste ich überhaupt gar nichts mehr, was in diesem Buch vorkam. Deswegen habe ich mir unzählige YouTube-Videos angeschaut, wie man sich am besten Sachen merkt, die man liest und habe dann so meine eigene Strategie entworfen und die teile ich dann jetzt kurz mal mit euch. Aber ich mache dazu noch mein eigenes Video auf meinem Kanal, dass auch wirklich alle das verstehen. Meine Taktik, dass ich mir Sachen merke, genauso auch in meinen Alltag integriere, die ich aus Büchern lerne, funktioniert nicht so, dass ich die Sachen unterstreiche, die wichtig sind, sondern das mache ich eher so, dass ich am Ende jedes Kapitels eines Buches auch noch eine kleine Zusammenfassung darüber schreibe. Das mache ich auf GoodNotes auf dem iPad, schreibe ich zu jedem Kapitel, wo ich fertig gelesen habe, eine kleine Zusammenfassung. Das dauert vielleicht 10 bis 20 Minuten pro Kapitel, lohnt sich aber, denn so wiederholt man nochmal alles in seinen Kopf und kann sich das dann öfters durchlesen, ohne dass man das ganze Kapitel nochmal lesen muss, worauf man eigentlich eh keinen Bock hat. Genauso bei Büchern wie zum Beispiel Atomic Habits kann man die einzelnen Sachen, die darin vorkommen, auch direkt in seinen Alltag integrieren und zum Beispiel dort so Strichlisten machen, dass man die Sachen einhält, bis es sich zu einer festen Routine geformt hat. Ein weiterer Punkt, was heutzutage im Arbeitsleben eigentlich noch wichtiger ist als das Finanzielle, ist die Orts- und Zeitunabhängigkeit. Und das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gespürt. Ich war eigentlich nie zeitlich oder örtlich an eine Sache gebunden. Natürlich hat man feste To-Dos, die man zu festen Zeitpunkten einhalten soll. Man kann sich aber entscheiden, wo man diese macht. Und zum Zweiten kann man entscheiden, wann man diese macht in der bestimmten Zeitspanne. Anders als bei einem Job. Und das ist einfach ein riesiger Vorteil, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, aus meinem Office, aus dem Zug, am Bahnhof, im Hotel. Und natürlich, das ist eine riesige Freiheit, die man hat. Und dadurch fühlt man sich nicht so gefangen, sage ich mal, in seinem typischen alltäglichen Leben. Aber man sieht es auch auf der Welt, dass Ortsunabhängigkeit wirklich
unnormal wichtig ist. Denn sagen wir mal, hier bricht ein Krieg oder sowas aus, dann kann man sagen, ciao, ich hau mir ab und arbeite dann einfach von der Schweiz aus zum Beispiel. Und das kann man einfach mit Ortsunabhängigkeit erreichen. Und natürlich, finanzielle Unabhängigkeit ist dazu auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man das übrige genannte Beispiel einfach so einfach durchziehen kann. Aber von der finanziellen Freiheit ist noch ein langer Weg dorthin. Und wenn ihr den verfolgen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall hier auf YouTube, genauso wie TikTok. Ich werde hier alles dokumentieren und ab nächstes Jahr ungefähr Mitte wird YouTube auch wirklich ernst genommen. Vor allem Ortsunabhängigkeit ist so ein Punkt, der unnormal wichtig ist, denn man kann einfach arbeiten, von wo man will, ob im Homeoffice, im Office, im Zug, am Bahnhof oder im Hotel. Das ist einmal ein riesiger freiheitlicher Vorteil, aber ein noch größerer Vorteil ist einfach, wenn man auch das nötige Kleingeld beiseite hat, dass wenn zum Beispiel in dem Land, wo man lebt, wie zum Beispiel hier, irgendwie die Regierung denkt, der macht irgendeinen Scheiß oder einen Krieg ausbricht, dass man sagen kann, ciao, ich hau mal ab und man wandert dann einfach in die Schweiz aus oder sonst wohin, wo man dann in Ruhe arbeiten kann. Und man ist dann nicht gefangen in dem Land, wo man ist, weil man nicht genug Geld hat, auszureisen. Genauso damals, während noch Covid war, die Leute, die Geld hatten, die sind nicht im Land geblieben und haben sich von den Lockdowns beschränken lassen, sondern die sind einfach in Land gegangen, wo es die Lockdowns nicht gab. Der fünfte Punkt ist, dass ich aktuell das beste Umfeld habe, was ich je hatte. Ich habe super viele neue Business-Kontakte kennengelernt, die ich vor jetzt einem Jahr noch gar nicht kannte. Vor allem während der Schulzeit hat man auch nicht genug Zeit, sag ich mal, neben der Schule sich nice Kontakte aufzubauen. Und hier als Tipp kann ich auf jeden Fall LinkedIn geben. Nämlich sind eigentlich ausschließlich nur Unternehmensinhaber unterwegs. Wie ich mir aber auch enorm viel Kontakte aufgebaut habe, ist einfach durch TikTok, weil da haben mich über Millionen von Leuten gesehen. Und natürlich waren auch einige Jungunternehmer und Unternehmer dabei, die mich dann angeschrieben haben. Auch ein wichtiger Punkt des Umfeldes, welchen noch viele vergessen, ist einfach, dass wenn man ein sehr gutes Umfeld hat, dass man so ein Safety-Netz hat. Also das sage ich mal, wenn man schwierige Zeiten hat, dass man dann nicht direkt down ist, sondern bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eine riesengroße Social-Media-Community habe. Und es reicht einfach, wenn ich mir auf Instagram meine Direktnachrichten anschaue, wo Leute mir schreiben, dass ich durch mir auch ihr eigenes Business gestartet habe, dass ich ihr Vorbild zum Beispiel bin oder mir, sage ich mal, Glückwünsche wünschen und mit mir schreiben. Und das motiviert einfach einen, weiterzumachen. Und hat man jetzt so ein Umfeld nicht, dann hat man natürlich nicht diesen täglichen Motivator, außer sich selber. Und natürlich sollte man sich selbst immer am meisten motivieren können. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Natürlich trägt das Umfeld da auch einen entscheidenden Teil dazu bei. Zum vorletzten Punkt und damit auch zum sechsten Punkt in diesem Video ist einfach, dass ich endlich verstanden habe, wie man Reichweitengewinnung wirklich überall anwenden kann. Egal ob bei Kunden oder bei mir selber. Denn früher war es oft so, dass mir Kunden abgesprungen sind, weil ich nicht die nötige Reichweite generiert habe oder die Reichweite nicht so kaufkräftig war oder einfach die falsche Zielgruppe angesprochen hat. Und das ist so ein riesiger Punkt, den ich dieses Jahr endlich verstanden habe. Und damit hatte ich jetzt die letzten halbe Jahr zumindest kein einziges Problem mit der Reichweitengenerierung. Bei meiner Personal Brand werden sich jetzt viele fragen, warum ist hier auf YouTube nicht so viele Videos online kommen, genauso auf TikTok nicht. Auf TikTok kann ich sagen, versuche ich ab sofort wieder jeden zweiten Tag einen Daily Vlog hochzuladen, aber killt mich nicht, wenn ich das mal nicht einhalte, weil meine Personal Brand ist einfach nicht aktuell mein Fokus, sondern meine Agentur Movavo. Und meine Personal Brand werde ich ungefähr, denke ich mal, nächstes Jahr, also 2024 Sommer, deutlich ernster nehmen, denn nächstes Jahr Ende folgt etwas sehr, sehr Großes für meine Community, also könnt ihr da schon mal drauf gehypt sein. Und damit auch schon zum letzten Punkt in diesem Video und wie ich finde auch dem wichtigsten Punkt auch für euch in eurem Leben, denn ich finde ihn eigentlich noch wichtiger als finanzielle Unabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit oder Zeitunabhängigkeit, vor allem auf lange Sicht. Nämlich geht es darum, um die Erfüllung im Leben. Und ich kann euch sagen, es ist ein kompletter Unterschied, wenn euer Tag nicht damit startet. Ihr steht auf und denkt euch, ach Mann, ich habe gar keinen Bock mehr in die Schule zu gehen oder ich habe keinen Bock irgendwie zur Arbeit zu gehen. Sondern wenn ihr aufsteht, euer eigenes Business habt und aufsteht, so, jetzt gebe ich wieder Vollgas, um in mein Leben voranzukommen. Es ist ein ganz anderer Start in den Tag und insgesamt ein ganz anderer Tagesflow. Und ihr seid insgesamt auch viel glücklicher, wenn das, sag ich mal, so euer Tag ist. Und dazu spielt auch eine riesige Rolle, dass wenn ihr einfach ein eigenes Business habt oder selbstständig seid oder irgendwie Influencer seid, dass ihr in eure eigene Tasche arbeitet und nicht in die Tasche von jemand anderen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt irgendwie in einem 9-to-5 zu arbeiten für jemand anderen. Das ist meine persönliche Meinung. Natürlich, der 9-to-5 ist super, super wichtig, weil sonst würden Unternehmen einfach nicht funktionieren. Aber ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn mein Unternehmen, sag ich mal, noch größer wird. Ein Office, wo vielleicht wieder Leute drin arbeiten.
Auch wenn ich ehrlich versuche, so meinen Mitarbeitern dasselbe zu ermöglichen, was ich mir selber auch ermöglichen will. Also ich will, dass sie zeitunabhängig sind, genauso wie ortsunabhängig. Und ich will auch ebenso, dass wir nicht wirklich Gas geben und unser Unternehmen voranbringen, dass sie auch die Möglichkeit haben auf eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Und jetzt noch einen wichtigen Punkt zum Ende des Videos. Es geht nicht darum, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt, sondern dass ihr jeden Tag 1% besser werdet als den vorherigen Tag. Also, dass ihr jeden Tag alles gibt und wirklich vorankommt. Denn wenn ihr jeden Tag 1% besser werdet, seid ihr im nächsten Jahr 365% besser. Und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich kann euch wirklich sagen, es ist einfach so, wenn ihr wirklich alles gibt und wenn ihr alles in eurem privaten Leben gibt, ein Business alles gibt, dann kommt das Geld irgendwann von alleine. Und damit würde ich sagen, das ist mit dem Video. Bis uns nächsten Sonntag um 12 Uhr.